Das war gerade ich. Da laufe ich gerade mit meinem Team zu meiner Station, um Black Ops 6 zu spielen auf dem Black Ops 6 Launch Event. Black Ops 6 ist jetzt draußen und wir dachten zu dem Zeitpunkt, wir spielen einfach ganz normal Black Ops 6, den Multiplayer, zwei Teams, einige Matches und ein Team gewinnt. Aber es war nicht alles so, wie ich dachte. Der Multiplayer und die Kampagne haben als Thema natürlich Spione, Agenten, Sabotage und Maulwürfe. Und da hätte ich es mir schon denken können, The Truth Lies. Jeder kann dich verraten, niemand ist sicher. Und das war auch der Fall. Zum Beispiel war ich nicht sicher vor Haptic, der mich erstmal kritisiert hat für eine Streak, die ich benutzt habe, die standardmäßig eingestellt war. Oh, das ist die Streak. Oh, das war in Black Ops 2 so ähnlich, ne? Der Dart hieß es, glaube ich, dort. Das habe ich tatsächlich. Natürlich spielt Jakob wieder die komischsten Streaks, Alter. Macht er direkt wieder ein Infoview drüber. Ja, dieses Ding gefällt mir eigentlich sehr gut. Okay, zurück zum Thema. Wie ich meinte, wir dachten, wir spielen einfach Black Ops 6 Multiplayer. Endlich wieder ein Black Ops Teil nach 4 Jahren. Die beiden Moderatoren hatten aber andere Pläne, Julius und Haptic. Die haben sich gedacht, in jeder Runde wird einer ausgesucht aus den verschiedenen Teams, der wird angeheuert als Maulwurf und muss das eigene Team sabotieren. Wir haben allerdings noch ein kleines Geheimnis, das bleibt zwischen uns. Das sind die sogenannten Mole-Missions. Das werde ich auch jedem hier nochmal vor Ort erklären und für die Leute zu Hause. Die Creator wissen von gar nichts Bescheid. Die denken, das ist einfach nur ein 6 gegen 6, man wird spielen. Aber wir werden in jeder Runde jeweils einem Creator auf der Seite und jeweils einem Creator auf der Seite eine Maul-Mission geben. Für alle Englisch-Profis unter euch, Maulwurfs-Mission. Ihr werdet dann währenddessen auch erfahren, welche Missionen das sind. Aber die Spieler wissen nicht Bescheid, bis auf den Maulwurf. Und er muss unentdeckt bleiben. Er muss quasi seinem Team etwas vorspielen und so extra Punkte für sein Team generieren. Wenn er das schafft, wenn er nicht auffliegt und seine Mission schafft, gibt es extra Punkte. Aber niemand von euch darf reden, niemand darf was sagen, ihr dürft nichts flüstern, niemand darf davon erfahren bis zum Ende des Turniers und dann werden erst alle Creator erfahren, dass es Maulwürfe gab. Also alle, ne? Psch, auch ihr hier. Nichts verraten. Zum Beispiel durfte Phil in der ersten Runde nicht in die Stellung gehen. Der musste mit Stellung spielen, musste aber immer vor der Stellung stehen bleiben. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Runde sehr knapp wurde. Oder in der Suchen- und Zerstören-Runde, die wir gespielt haben, gab es in jedem Team jemanden, der seine Teammates flashen musste. Auch wirklich gemein. Und irgendwann war ich an der Reihe. Ich habe eine Aufgabe bekommen. Jakob, wenn du mich hörst, bleib stehen. Okay, jetzt kannst du normal weiterspielen. Lass dir nichts anmerken. Du hast folgende Maulwurfsmission. Du musst eine Granate nehmen, die du gucken kannst. Und 5 Kills machen, wo du neben deinem Teammate dich in die Luft jagst und dadurch den Teammate holen. 5-mal. Wenn du selbst dadurch down gehst, du brauchst nicht so zu grinsen, dann gilt es als Teamkill. Nicht während der Mission, nicht nach dem Spiel und nicht bis zum Ende des Turniers drüber sprechen. Wenn du das verstanden hast, spring in die Luft. Sehr gut. Er hat sorry gesagt. Das ist ja fantastisch. So. Ihr habt's gehört. Ich musste mein Team verraten, ich musste eine Granate in die Hand nehmen, die kochen lassen, bis er explodiert. Und damit musste ich meine Teammates killen. So, jetzt haben wir Jakob mit der Nate, wir hören mal rein. Aua. Sorry, was passiert? Er sagt einfach Aua. Sorry, das habe ich so halb verstanden, deswegen habe ich einige Kills gemacht mit der gekochten Granate, aber auch Kills mit einer geworfenen Granate. Also ich habe doppelt so viele Kills gemacht, wie ich eigentlich machen musste. Und das war schon nicht wirklich gut für unser Team. Die Stellung hier können wir eigentlich ganz gut halten. Ja, eigentlich. Ich habe mich immer ganz nett entschuldigt. Das war meine Strategie, um die ganze Sache zu vertuschen. Ich dachte, ich stelle mich einfach ein bisschen dumm. Ist eine verrückte Umgebung, auf der Bühne Call of Duty zu spielen. Weil ich ein bisschen Angst hatte am Ende, dass ich die Aufgabe nicht schaffe, habe ich einfach irgendwelche Leute getötet mit der Granate. Ich bin da nicht strategisch vorgegangen, was man eigentlich machen sollte. Also lieber killt man mit der Granate Leute, die vielleicht gerade nicht so gut sind. Ich habe stattdessen unseren besten Mate getötet, Kaiser. Der war gerade auf Streak, der war kurz vom Helikopter. Der Helikopter hätte uns das Game gewonnen. Ich habe ihn sabotiert, ich war der Maulwurf, wir haben die Runde verloren. Guck mal, und jetzt ein Punkt noch und dann hat das rote Team gewonnen. Ein einziger Punkt und Blau muss jetzt die ganze Zeit halten. 30 Sekunden noch halten. Noch eine Sekunde in der Stellung. Oh mein Gott. Chillt doch da, Jungs. Alles gut, alles gut, alles gut, ist noch drin. Sie kommen nicht in die Stellung rein. Blau hält die Stellung. Es steht mittlerweile 230 zu 249. Es geht immer näher ran. Es könnte sein, dass Blau hier das Comeback holt. Rot ist jetzt drin und hat's geholt. Sie haben es getestet und geholt. GG. Was soll man sagen? Manche Runden verliert man und manche Runden werden sabotiert. Kennt man.
Und am Ende habe ich festgestellt, ja, jeder Punkt hat gezählt. Die Runde war natürlich auch wichtig. Und einfach nur punktetechnisch haben wir eigentlich verloren. Aber wir haben gewonnen, wenn es darum geht, wer besser im Verraten der eigenen Teammates ist. Wenn ich drüber nachdenke, ist es gar nicht so gut. Mein Team hatte die besten Maulwürfe. Mein Team hat am besten sabotiert. Und wenn man das geschafft hat, so eine Sabotage, hat man Pluspunkte bekommen. Wenn man es nicht geschafft hat, Minuspunkte. Und dadurch wurde die Waage gekippt und mein Team hat gewonnen. Eigentlich würde es nach Wins 40-20 für die Seite Elias stehen. Aber es gab die Mole Missions und da gab es Plus- und Minuspunkte. Das heißt, wenn man die geschafft hat, hat man Pluspunkte bekommen. Man hat aber auch Minuspunkte bekommen, wenn man sie nicht geschafft hat. Und gewonnen hat mit 45-35 Trimax-Seite. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Und ich muss zugeben, ich habe nicht kapiert, dass es Maulwürfe gibt, bis ich an der Reihe war. Ich finde, dass es für Jakob auch vielleicht ein extra Applaus wert war, weil du hast wirklich, du hast alles gegeben, das zu verbergen. Du hast sogar mal sorry gesagt danach. Ich muss auch gestehen, ich habe es erst dann kapiert, als ich der Maulwurf war. Davor habe ich überhaupt nichts kapiert davon. Und ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich uns den Sieg gekostet habe, aber hat dann auch Punkte gegeben, von daher. Ja, von daher. Und mein Team hat nicht nur das Event gewonnen, wir haben auch Sachen gewonnen, die wir an euch verlosen können. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Macht auf jeden Fall mit bei dem Gewinnspiel. Da gibt es einen SCUF-Controller, einen AMD-Prozessor, ein Headset, Black Ops 6, Xbox-Konsolen und noch viel mehr. Auf jeden Fall mal reinklicken. Und vielen Dank an alle, die beim Stream mit dabei waren. Das war echt ein spaßiges Event mit einem wirklich coolen Twist.